1.3.24. Das ist jetzt ein Verkaufsvideo, wo ich den neuen Elfer mal beschreibe, was er kann, wie er aussieht. Ich habe ihn jetzt hier laufen lassen, damit man hört, wie er läuft. Ich mache dann hinterher auch noch die Motorklappe hinten auf. Zeig mal kurz das Fahrzeug. Ich habe den jetzt seit knapp 19 Jahren. Das ist ein sehr schönes Fahrzeug. Ich habe, wie viel sieht man, glaube ich, jetzt hier, 167.000 Kilometer. Was mit dem Innenraum zu sagen ist, ich habe hier mich sehr stark daran gewöhnt an dieses Head-Up-Display von Valeo, ist absolut genial, wird gespeist hier über diesen Adapter und der funkt auch hier auf den Radio rüber, sodass ich vom das iPhone ist normalerweise hier dran gemacht. Das habe ich jetzt gerade weggemacht. Man sieht hier noch die Abdrücke. Und dann kann man alle Musik hören, die man auf dem iPhone oder auf seinem Telefon halt hört. Das Fahrzeug, ja, hat viel Leder. Also alles in Leder hier. Auch so diese Rosette in Leder. Hier diese Lamellen da in Leder. Das wollte der Vorbesitzer. Es gab einen Vorbesitzer, der hatte den. Der hat bei SAP gearbeitet. Und ja, das Fahrzeug ist wunderbar, also passt ideal auch von der Farbe, ne, blau und dann dieses Grau und dann diese grauen Teppiche, also wunderbar. Und ist unfallfrei, haben jetzt nicht gewaschen, das werde ich jetzt noch machen. Hier drauf sind es achtfach bereift, hier sind die Facelift-Felgen drauf, 285-60er. Hinten 35er sind es, glaube ich, und 225-40er auf 18 Zoll Felgen. Das sind also die Facelift-Felgen von dem Modell von 2001. Der selber ist ja von 1999. Und wenn ich ihn jetzt mal aufmache, dann sieht man hier, ich habe die Abdeckung weggemacht, weil ich im Winter hatte ich ihn abgeklemmt und dann kann man einfach schnell wegmachen. Hier ist normalerweise diese Abdeckung drüber. Ich habe hier die Rettungswesten und das reingemacht, habe das so, weil es war 10 Jahre lang mein einziges Auto und aus dem Grund habe ich dann hier einen großen Kofferraum gewollt. Natürlich gibt es das Reserverad noch. Ich habe diesen Stehbolzen rausgedreht, kann man natürlich wieder reindrehen und dann kann man hier das Reserverad hinstellen. Das steht dann, das so ein Notrad. Und ich wollte aber den größeren Kofferraum und das wunderbar, wenn man zu zweit verreist, zwei Trolleys rein und eine Tasche, ist wunderbar. Also das passt ganz toll. Dann habe ich ich hab zwei Modifikationen im Fahrzeug gemacht. Sind diese TechArt Scheinwerferblenden, absolut genial. Also die sind absolut super angeklebt. Da habe ich mir mal einen ganzen Tag Zeit genommen. Ich habe andere gesehen, die haben die dann so sehr lose daran geklebt. Ich habe halt da mit 50 Klammern gearbeitet und das so tatsächlich auf einer Werkbank gemacht. Also die Scheinwerfer rausmachen, die gehen ja ganz leicht raus, indem man hier mit einem Vierkantschlüssel reingeht und dann rutschen die einfach nach vorne raus. Und das andere, was ich noch gemacht habe, sind die Stuntscheiben, 18 mm vorne und da sieht er deswegen super bullig aus und hinten 21 mm. Und das war eigentlich alles, also die Scheinwerferblenden und die Distanzscheiben. Und das Fahrzeug, also Motor, ist sehr schön. Jetzt muss man mal gucken, ich fahre ja nur 2.000-3.000 Kilometer im Jahr und deswegen ist der, sagen wir, in den letzten 5 oder 10 Jahren, 5-7 Jahren kaum bewegt worden. Was ich aber mache ist, er ist immer angemeldet und wenn schönes Wetter ist, gehe ich dann halt einfach mal 20, 30, 40 Kilometer fahren. Ich stelle natürlich auch noch der ist lückenlos dokumentiert, Tankfüllungen. Ich habe alle Tankfüllungen, ich habe alle Tankrechnungen noch, also Tankbelege noch mit Kilometeranzeige und, also wo es Kilometer mit Hand eingeschrieben ist, und alle auf Spritmonitor. Alle Kosten auf Spritmonitor für 19 Jahre. Ja, und da sieht man dann, was er kostet. Und ich habe Verbrauch, und da könnt ihr euch wirklich festhalten, über 110.000 Kilometer von
10,5 Liter. Ja? Ich war mal in einer Werkstatt, also bei meinem, sagen wir mal, bei meiner Lieblingswerkstatt, und habe ich die, den Auspuff tauschen lassen. Da sind Edelstahlauspuffe drin, und also Edelstahlauspuff rein. Der Original ist ja auch Edelstahl. Der war dann, glaube ich, nach 15 Jahren oder 17 Jahren war der dann, 15 Jahren war der durch. So. Und der hat gesagt, das hätte er noch nie gesehen. Er hat noch nie einen Porsche gesehen, der diesen Verbrauch hat. Und das ist halt, ich fahre extrem sparsam, extrem vorausschauend. Ich fahre sehr, ich fahre auch mal zügig, aber zügig heißt bei mir dann halt 3.500 Touren. Also, dass ich da mal hoch an 5.000, 6.000, 7.000 rangehe, also das kommt praktisch nie vor. Und das sieht man, also 10,5 Liter, jede Tankfüllung gibt es noch, jeder Tankbeleg gibt es noch, alle Rechnungen sind da und auch der letzte TÜV, der ist ohne Mängel. Ah ne, ein einziger Mangel war, hinten die Bremsleitungen, die waren korrodiert. Das hat dann die Werkstatt, wo ich das habe machen lassen, dann für, ich weiß nicht, 50 Euro haben die das dann noch abgeschliffen und eingefettet, und dann ist er durch, also der war schon durch den TÜV gegangen, das war halt, was der TÜV-Prüfer bemängelt hatte. Das war eigentlich alles. Ich würde mich freuen, wenn der in, sagen wir mal, auch so ein Besitzer kommt, der sich ein bisschen um das Auto kümmert und relativ ja ruhig mit fährt. Das ist ein ganz tolles Fahrzeug, also muss man sagen. Natürlich ist es schon jetzt 25 Jahre alt. Ich hatte überlegt, ob ich noch 5 Jahre warte und dann historisch, ne, mit dem H-Kennzeichen, aber das passt jetzt nicht ganz in meine zukünftige Planung, weil ich jetzt so viel auf Reisen sein werde, dass das Auto tatsächlich dann insbesondere im Sommer rumstehen würde, und im Winter fahre ich es eigentlich nur bei einem Wetter wie das jetzt heute. Ja, habe ich es mal rausgeholt, ein bisschen Sonne, da kann man mal ein bisschen fahren, und der hat mich noch nie im Stich gelassen, absolut tolles Auto. Die Kupplung wurde gemacht vor ungefähr 30.000 Kilometer, und was noch, die Bremsscheiben vorne sind auch neu, sind von Brembo, da sind Texa-Belege drin. Und ich glaube, für hinten habe ich noch einen Satz da. Und ja, das war's. Ist ein tolles Auto. Ruft an, wenn ihr Interesse dann habt. Würde mich freuen. Und bis demnächst.